Boah, was machen wir denn heute bei dem Wetter? Es ist ja nur am Regnen. Ja, oh, jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken. Und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ja, Wetter ist ja heute nicht besonders schön. Es ist den ganzen Tag nur am Regnen. Ja, aber erfreuliche Nachricht. Die Post war da. Richtig. Heute gibt es mal wieder ein kleines Unboxing. Ja, setze ich mir mal ein Stück zurück, damit ihr mich auch in ganzer Pracht seht. Ja, das Paket. Ja, das Paket ist vom Fabi gekommen, von unserem Fabi XD aus unserer Community. Ja, Grüße gehen rüber an dich. Das Paket ist gestern wohl abgeschickt worden und heute schon da. Ja, ich würde sagen, seid dabei, wenn ich das Paket öffne. Und freut euch. Ich weiß schon, was da drin ist. Wusste es, was da drin ist? Nee, ich weiß nicht mehr, was da drin ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Drum werde ich mal auspacken. Hab meinen Paketöffner, Mr. Scalp 00058L, schon in der Hand und werde mal fachgerecht dieses Paket öffnen. Dieser Karton geht übrigens mit einem Inhalt wieder zurück zum Fabi. Denn er bekommt auch noch Autos von mir. So. Ich glaube. Ja, Paket ist auf. Ich schmeiß weg. Das braucht keiner. Aha. Da sind Autos drin. Es sind nicht mehr die jüngsten Autos. Der ist leider schon geknickt. Schade. Aber gut. Macht mir nichts. Ja, womit fangen wir denn an? Ja, am besten mit dem geknickten. Mit dem Päckchen könnte ich zum Reisbrennen gehen. Ah, hier, ganz wichtig. Klopft's. Mal gucken. Tatsache. Jetzt nicht mehr. Tja, wie gesagt, hier ist leider schon. Ah, den Wagen habe ich leider noch nicht, aber es stört mich nicht. Und zwar, was haben wir drin? Aus der Nissan-Serie. Nissan 2019 steht hinten drauf da. Und zwar ist es der R34. Ja, in Shortcut. Da steht unten drunter Nissan Skyline GT-R in Klammern BNR 34. Ja, schönes Päckchen. Ja, geht schon mal gut los. Der kommt erstmal an meine Wand. Ja, grüß dich auch. Mit dem habe ich eventuell, ja eigentlich eventuell, was heißt eigentlich eventuell? Mit dem habe ich was vor. Und zwar Sachen. Dann haben wir bekommen. Oh, den hatte ich mal gehabt damals. Habe ich leider verkauft, damals ausgepackt. Diesmal bleibt der aber in OVP. Und zwar aus der Factory Fresh von 2017. Ja. Von, ja, 2017. ist es der Fungusi oder Fungus, keine Ahnung, vom Silvester Gargowski, ne, keine Ahnung. Dieser schöne Wagen, der weiße. Den hatte der Fabian im Angebot. Ich glaube, den Skyline auch. Da sind noch zwei andere Autos. Ihr könnt euch mit Sicherheit denken, was es ist. Ja, Custom dazu ein 240 Sie. Der bleibt in OVP, denn den wollte ich gerne haben. Da war ich leider etwas schneller als die anderen, denn der Wagen hat auch hinten, sieht man, und vorne. Ja, Gott sei Dank war ich ein bisschen schneller aus unserer Verkaufsgruppe, unsere Steffen Bose Verkaufsgruppe. Ja, hier habe ich jetzt zwei Autos.
Wie gesagt, Paket ist jetzt leer. Auch weg damit. Und zwar haben wir hier einmal von 2017 aus der Hot Wheels Speed Graphics. Den habe ich tatsächlich damals auch gehabt. Jetzt habe ich ihn wieder und jetzt kommt er an meine Wand. Bleibt in OVP. Ein 15er Mazda MX-5 Miata in dem schicken Gelb mit der Folk-Lackierung. Also nicht Volker-Lackierung, sondern Folk-Lackierung. Folk Racing Wheels. Da steht Volkers Rennräder. ja, der Gelbe. Einzige, was ich nicht so schön an denen finde, ist oben dieser komische große Spoiler. Aber gut. Okay, willst du machen. Dafür hat er den Überrollbügel da hinten dran. Ja, Mazda MX-5. Und, da wir gerade dabei sind, vom Teddy hat er den gekauft für 1 Euro aus 2019. 91er Mazda MX-5 Miata in Blau. In Rot habe ich ihn, in Blau habe ich ihn tatsächlich noch nicht. Ja. Und jetzt habe ich ihn auch in Blau. Schön, cool. Nummernschild hat er auch, wie man sieht da. Schade ist, dass er hinten kein Nummernschild hat. Aber gut, man kann nicht alles haben. Übrigens, Frontleuchten hat er. Sieht man eventuell da. Sieht man es? Da, ja. Ja, die normalen silbernen Hot Wheels Felgen, Mazda steht dran, Ryu Hot Wheels als Logo und der weiße Punkt, ja. Überrollkäfig hat er und ganz wichtig, den Entenschwanz hinten, den kleinen Spoiler. So mag ich ihn am liebsten mit dem kleinen Spoiler. Finde auch, der passt perfekt zu dem Auto. Ja, Mazda Speed steht, wenn man sieht hier, steht es eigentlich vorne dran. Man kann es, wenn man genau hinguckt, dann sieht man da Mazda Speed. Ja, ja, schön, schön. Jetzt habe ich den auch in Blau. Cool. Ja, Freunde, das war's von dem Video. Erstmal, wie ihr seht, die vier Autos habe ich von Fabian bekommen. Den Fungus, zwei MX-5er, einmal den 15er, einmal den 91er und einen schicken Nissan Skyline GTR. Weil da habe ich eigentlich vor, nee, ich werde es noch nicht verraten. Der Wagen wird wahrscheinlich umlackiert. Es sei denn, ich finde jemanden, der den mit mir als loses Fahrzeug tauscht. Oder? Nee, eigentlich nicht. Weil dann könnte ich den Wagen hier wieder reinmachen. Das kann man kleben, das ist kein Problem. Dann ist es wieder heil. Ja, dann sieht es eigentlich relativ gut aus. Ich glaube nicht, dass ich den Wagen nochmal finden werde, aber schauen wir mal. Gut. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid bei dem Video. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, bleibt gesund und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.